Explodiert der? Oder löscht sich das Feuer wieder? Es löscht sich, sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir wieder auf. Und könnten eigentlich direkt weitergehen zu Sweet. Das schaffen wir nicht, nein. So klappt das nicht. So vielleicht? Ja, schon eher. So, das müsste relativ in der Nähe sein, würde ich denken. Denn wir sind ja schon sowas ähnliches wie Downtown, glaube ich. Oh, shit. Du Sackgesicht. Natürlich ein Ballast. Was sonst? Raus mit dir. Dann nehme ich mir eben dein Auto, wenn du das so willst. Du hast danach gefragt, quasi. Darum gebettelt, förmlich. So, mal schauen. Ich muss dann wahrscheinlich trotzdem gleich mal wieder wechseln, weil, naja, Reifen und so, ne? So, da sind wir auch schon. Können wir dann gleich hiermit erledigen. Erstmal in den Ammunition. What the fuck? Ich glaube, wir laufen. Und gehen uns mal ein bisschen für den anstehenden Krieg ausstatten. Wir werden jetzt gleich eine Einführung in das Gangbanging, ins richtige Gangbanging hier im Spiel erhalten. Wenn es um Territorieneroberung und sowas geht. Doberman. Das ist Ammunition. Hier kannst du Waffen und Munition kaufen. Das ist der Glen Park, Ballers Gebiet. Du musst die feindliche Gang ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Du sollst Glen Park, Ballers Gebiet erobern. Geh in Ammunition, falls du eine Waffe brauchst. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet gerade. Von daher verzichte ich mal darauf, jetzt irgendwas kaufen zu gehen. Auch wenn ich jetzt dank des Drogengelds aus der Höhle, die wir da ausgeräuchert haben, ein bisschen was habe. Aber ich glaube, das sollte so ganz gut passen. Wir probieren es mal. Falls ich sterbe, muss ich ja sowieso wieder was kaufen gehen. Guten Tag, der Herr. Das ist halt immer die Sache hier im Spiel. Ja, ich weiß, das Ballersgebiet wird violett dargestellt, ganz wunderbar. Das ist halt immer so die Sache hier in dem Spiel. Wenn man stirbt, hat man sofort alles verloren. Das ist dann in den späteren Spielen ein bisschen angenehmer gestaltet. So, greife feindliche Gangmitglieder an, während du zu Fuß bist. Das kann ich. Gebt mir ein paar. So, wo sind sie denn? Haben sie sich alle verkrochen hier? Vielleicht probieren wir es mal auf den Straßen. Sobald der Bulle weg ist. What? Aber nicht wegen mir, oder? Ach, sieh mal an. Die Herren, die legen es drauf an hier. Ich glaube, ich lasse die erstmal ein bisschen rumballern. Ja, fein über den Haufen. Richtig so. So, dann kann ich jetzt auch weitermachen, wo du gerade aufgehört hast. Entschuldigung, Bulle, aber du bist gerade ganz schlecht hier beraten. So, könnte mal jemand hier da bleiben, damit ich ihn abknallen kann? Ihr wisst doch, Gangbanger-Tradition und so. So, einfach mal in die Masse reinballern. Ja, jetzt haben wir es. Auf geht's. Ich habe einen Bandenkrieg provoziert. Yay. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Oben. Auf der Brücke. Okay. Das klingt nach etwas härteren Waffen. Auto? Wo ist mein Auto? Habe ich nicht gerade noch eins gehabt? Ah, hier. Ihr wisst doch, die gute alte Methode. Und wenn es nur darum geht, die brennende Karre in die Masse reinzufahren, damit sie ja dort explodieren kann.
Mit Baseballschlägern? Echt jetzt? Was seid ihr denn für welche? Ihr seid ja niedlich. Zuckersüß. Da verschwende ich doch nicht meine Munition für. So, haben wir die erste Welle auch schon überstanden und ich nehme mir mal so einen mit. Den stecken wir uns mal ein. Für schlechte Tage. So, und dann warten wir einfach mal auf die zweite Runde. Guten Tag, diesmal mit Waffen, ja? So, das war's auch schon für den ersten. Das war's auch für ihn. Okay. Gangbanging leicht gemacht. Einfach über alles drüber fahren, was in den Weg kommt. Und für das wilde Hin- und Hergegurke kriegen wir sogar noch Fahrerskills. Ist das nicht zu fassen? So, Welle Nummer 2 geschafft. Das war unglaublich harte Arbeit. Auf zur Welle Nummer 3, würde ich sagen. Ja. Hinter mir, schade. Ich dachte, es tauchen vor mir welche auf. So, einmal Gas nehmen. Oh, keinen erwischt. Das ist aber ärgerlich. Viel besser scheinen die aber auch nicht ausgerüstet zu sein. Oh doch, sie haben MPs. Immerhin. So, darf ich die Karre mal in eure Nähe bringen, bevor ihr sie brennen lasst? Oh ja. Ein Traum. Sieh mal an, wie gut das funktioniert. So, auf den stellen wir uns noch drauf. Und dann gehen wir mal kurz einen Meter weg. Dieses Viertel gehört jetzt hier mit einem Bums. Die Grove Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Deine Gangmitglieder sind jetzt in diesem Gebiet zu finden. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen werden. Du musst es verteidigen. Wenn ein Angriff stattfindet, wird das betreffende Gebiet rot aufblinken und auf dem Radar wird eine Markierung erscheinen. Durch die Übernahme eines Gebiets gewinnst du Achtung und Geld. Das Geld erscheint beim Unterschlupf in der Grove Street. Endlich eine regelmäßige Einnahmequelle. Yeah! Tenpenny, set me up! Oh ja, stimmt, da war ja noch was. Du hast die Ratte aufgestöbert, erledige ihn. Da drüben ist er, kümmert euch drum, Jungs. Okay, ich mach's selbst. Job getan, Respekt. Verdient. So. Nein, die Waffe will ich nicht haben. Gut, damit wäre das zu Suite erledigt. Ich würde sagen, machen wir OG Loke als nächstes. Ich glaube, wir machen mal OG Loke als nächstes. Oh, wer ruft? CJ, it's me, Denise. I'm getting real lonely here without you. Maybe I should date one of your friends instead. I'm sorry I've been neglecting my girl. Get ready, I'm gonna come pick you up. Alter, was? Ich war doch erst bei dir. Was geht denn mit dir ab, Alter? Die ist aber ganz schön fordernd, kann das sein? Lass mir mal ein Auto da, bitte. Müssen wir die schon wieder besuchen gehen? Hey, I'm sorry. Mensch, ich bin mit Gangbanging beschäftigt. Ich kann nicht ständig bei dir vorbeischauen und dich in den Klackenbär ausführen. Ah, Frauen. Ständig wollen sie, dass man sich um sie kümmert. Aber wer will schon sich ständig um jemanden kümmern? Nein, macht ja Sinn. Ist ja logisch. Aber, ich dachte eigentlich, dass sie doch ein bisschen mehr Zeit sich lassen damit. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nicht bei ihr vorbei. Das werde ich alles wirklich später mal machen. Da können wir... Oh Gott. Da können wir wirklich später mal ansetzen, wenn wir sonst auch ein bisschen mehr Freiheiten und ein bisschen mehr Geld und so haben. Ich werde sie jetzt einfach erstmal ignorieren. Sorry, Denise. Bis die Tage. Wir gehen jetzt zur tollen Hausparty von OG Loke.
House Party. Yeah, yeah, yeah. It's your man OG Loke in the house, baby. And I wanna drop it down for all my real gangster niggas. All my gangster bitches. Speaking about gangster, look at my man CJ right there. CJ, Warlord, nigga, Warlord. Thought the motherfucking mic was broke. What's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, hey, away from this whack music. Man, I'm here. Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Well, stop him out, man. Hey, relax, man. Hey, a Ballers posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Zeit zu kämpfen. Shit, I'll go round up some homies. Natürlich, was sonst? Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. So, sehr freundlich, wir kriegen ein bisschen Deckung. Und das ist alles, was wir haben. Auf geht's. Pick your position. Come, get some cover. Step on the food. So, wir verteidigen unser Viertel gegen die Vollidioten. Der Ballas. Oh, Alter. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Oh, hier drüben sind noch mehr. Sieh mal an. So, erste Welle geschafft. Hey, look up! More of them on the bridge! Dumme Idee, meine Freunde. Dumme Idee. Ihr seid ein wenig exponiert. Carl, cover the alleyway! Oh, sorry. Wem auch immer ich gerade da in den Kopf geschossen hab. Get your fat ass up, stay close! Behind us, CJ, behind us! Oha! Alter! So. Jetzt wollen sie es aber wissen hier, Mensch. Attack that motherfucker! So, das war's für die. Kriegt ihr den Rest hin oder muss ich wieder vorbeikommen? You lost the wheel. So, einer noch. Wo hängt der? In der Gasse. Nein, zwei sind's. Okay. Dann wollen wir mal einen draus machen und... Oh nein, sweet! Du blöder Vollarsch bist mir gerade nicht ins... Der Vollidiot ist mir gerade nicht wirklich in die Waffe reingerannt, oder? Oh, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Beim allerletzten? Wirklich? Na gut, neuer Versuch. Ich krieg ne Krise. Okay, auf geht's. So, mit der Waffe vorher ging es natürlich ein bisschen leichter. So, aber das geht auch damit. Leider ist natürlich auch mein Schutz jetzt ein bisschen weg. Meine schöne schusssichere Weste hat sich ja gerade auch ein bisschen Wohlgefallen aufgelöst. Aber wir kriegen das hin. So, ich glaube, ich verstecke mich erstmal hier drüben ein bisschen mehr. Wenn die da dann auch aus der anderen Gasse kommen. So, machen wir erstmal hier drüben ein bisschen mit. Den Putz. Okay. Und jetzt haben wir halt auch ein bisschen mehr Ruhe hier von der anderen Seite. So, alles was... Oh, was? Was hier ankommt. Okay. So, und wehe, Sweet springt mir nochmal direkt vor die Knarre. Ah, das war schon wieder Sweet. Springt mir nochmal direkt vor die Knarre. Das kann ich echt nicht gebrauchen. So, ein bisschen Muni sammeln. Ich hoffe, Sweet wird sich jetzt nicht gerade erlegen lassen. So.
Ich sorg mal dafür, dass es sich nicht gerade erlegen lässt. Ah, schön, Munition. Herrlich. So, und diesmal kümmern wir uns um euch, ohne dass mir Sweet vor der Linse rumspringt. Das war's. Grow this, King! Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. Und wieder ein bisschen Respekt für uns. Damit haben wir OG Lowe jetzt erstmal wirklich abgearbeitet und müssen die Fresse von ihm nicht mehr sehen. Tja, ja, CJ und sein dummärschiger Bruder, der einem direkt vor die Knarre springt, müssen wir wohl noch dazu sagen. Es ist echt unfassbar. Springt er mir wirklich genau in die Schusslinie? Hat man sowas schon mal erlebt? Hat man da Töne? Naja. Gut, ich speichere mal, um wieder ein bisschen Leben zu kriegen. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Sweet erledigen können. Immerhin ist die Grove Street ja jetzt ein bisschen einflussreicher. Yo, die 10 Dollar nehmen wir mit. Und schauen mal, was es gibt. Kommt zwischen 9 und 17 Uhr wieder. Natürlich ist es 17.59 Uhr. Ich fasse es nicht. Die Speicherung ist schuld, dass wir nicht mehr in der Zeit sind. Okay. Also nochmal speichern. Boah, jetzt können wir gleich mal schauen. Nein, die Zeit vergeht nicht, wenn wir nicht speichern. Okay. Ich wollte es nur nochmal überprüfen. Dann müssen wir halt noch ein paar Mal speichern. Ich meine, ist ja an sich nicht das Problem. So, einmal noch. Und damit sollten wir es haben.